Lektion 331. Es gibt keinen Konflikt, denn mein Wille ist der deine. Wie töricht ist es, Vater zu glauben, dass dein Sohn sich selbst Leiden verursachen könnte? Könnte er einen Plan zu seiner Verdammnis machen und ohne einen sicheren Weg zu seiner Befreiung gelassen werden? Du liebst mich, Vater. Du könntest mich nie trostlos lassen, um in einer Welt des Schmerzes und der Grausamkeit zu sterben. Wie könnte ich denken, dass die Liebe sich selbst verlassen hat? Es gibt keinen Willen außer dem Willen der Liebe. Angst ist ein Traum und hat keinen Willen, der mit dem Seinen in Konflikt sein könnte. Konflikt ist Schlaf und Friede ist Erwachen. Der Tod ist Illusion, Leben ist ewige Wahrheit. Es gibt keinen Gegensatz zu deinem Willen. Es gibt keinen Konflikt, denn mein Wille ist der deine. Wie könnte ich denn denken, dass die Liebe sich selbst verlassen hat? Und denn mein Wille ist der deine. Es gibt keinen Willen außer dem Willen der Liebe. Und wenn wir so dem erfahren und erkennen, dass mein Wille ist dein Wille und dein Wille ist mein Wille und was dann für eine Freude da ist und was für eine Sicherheit wir dann erfahren und was für ein Licht in uns und anderen, denn es ist so das größte Geschenk, ja, was wir hier mit dem Traum erfahren können, erstmal. Weil dann ist da kein Konflikt mehr, dann ist da keine Zwei mehr, dann ist da kein Widerstand, kein Zweifel. Und darauf wirklich zu vertrauen, könnte er einen Plan zu seiner Verdammnis machen und ohne einen sicheren Weg zu seiner Befreiung gelassen werden. Und wir sind in der Liebe Gottes und wir sind so sicher in der Erlösung und diesen Weg zu gehen, den Weg der Erlösung. Das ist ja mein Ziel, ist Wahrheit, mein Ziel ist Erinnerung und in dem lasse ich mich führen und alles, was dann geschieht, weiß ich, dient der Erfüllung meines Ziels. Egal, was passiert, egal, auch wenn es mal ruppelig scheinbar ist oder herausfordernd oder Zweifel da sind für einen Moment, dann weiß ich, ah, okay. Danke, das will jetzt gerade auftauchen, weil es als Illusion erkannt werden will. Und indem ist da Vergebung und indem ist da sofort Erlösung. Und hier unten steht auch, die Vergebung zeigt uns, dass der Wille Gottes eins ist und dass wir ihn miteinander teilen. Wir wollen heute auf die heiligen Anblicke schauen, die uns die Vergebung zeigt, damit wir den Frieden Gottes finden mögen. Amen. Und mir immer wieder klar zu machen, der Konflikt, den ich in mir erfahre, in meinem Geist, in meinem Denken, den mache ich, weil ich in die Trennung weiter investiere, in mein Ego. Weil ich nicht jetzt augenblicklich in Erlösung bin, sein will. Und das zu bemerken, wenn ich mir Angst mache, ah, okay, ich investiere in mein Ego, danke, dass ich es merke, da bitte ich Vergebung rein, ich vergebe mir, ich vergebe der Welt und da bitte ich, dass da Erlösung reinfließt, Heiliger Geist. Weil nach wie vor machen wir es ja nicht selber, das ist ja was wir geschehen lassen. Wir geben einfach nur die Illusion, für uns die Realität der Illusion preis.
Wir geben diese Illusion preis der Wahrheit. Wir übergeben das dem Heiligen Geist und in dem ist es gelöst. Von daher geht es ja immer wieder nicht mehr die Illusion zu schützen, was wir hier tun. Wir sind in Gott. Es ist nie was geschehen. Wir haben uns nie getrennt. Und links steht hier heute auch, was ist das Ego? Das Ego ist wahnsinnig, steht da, voll Angst. Der Sohn Gottes ist egolos. Die Wirklichkeit erkennen heißt, das Ego und seine Gedanken, seine Werke, seine Taten, seine Gesetze und seine Überzeugungen, seine Träume, seine Hoffnungen, seine Heilspläne und den Preis, den der Glaube an es nach sich zieht, nicht zu sehen. Und es geschieht in jedem Moment in meinem Geist. Ich entscheide mich. Und es steht zwischen dem Kurs, bin ich ein Gastgeber Gottes oder bin ich eine Geißel des Egos? Entscheide ich mich für die Liebe oder die Angst? Und wenn wir identifiziert sind, dann haben wir so die Idee, dem ausgeliefert zu sein. Und doch ist dieser Gedanke nicht wahr. Und hier unten steht auch, dennoch wird eine einzige Lilie der Vergebung die Dunkelheit in Licht verwandeln. Den Altar für die Illusion in den Schrein des Lebens selbst. Und das ist, was Vergebung macht. Und wir brauchen eine kleine Bereitschaft erstmal. Und wir können erfahren, wie geliebt wir sind und dass wir in Gott sind. Und dass wir als Sohn, als Kind Gottes existent sind, dass wir in der Unschuld existent und da sind, dass das unser wahres Sein ist. Und wenn ich wirklich erfahre, dass mehr und mehr und häufiger den heiligen Augenblick und in Stille, wer ich wirklich bin und dass es da keinen Konflikt gibt, denn mein Wille ist der deine und da heute mit zu sein. Und Vergebung einzuladen und Vergebung geschehen zu lassen. Und was da steht, wir wollen heute auf die heiligen Anblicke schauen, die uns die Vergebung zeigt. Und das ist meine Entscheidung, das ist mein Wille, das ist meine Ausrichtung. Mich heute wieder immer daran zu erinnern, es gibt keinen Konflikt, denn mein Wille ist der dein und ich bin die ganze Zeit in Gott. Und Angst ist ein Traum und hat keinen Willen, der mit Gottes Konflikt, der mit Gottes Willen in Konflikt sein könnte. Und da bestehe ich heute drauf, das will ich erfahren. Und wenn wir bitten, so ist uns wirklich gegeben, weil wir den Weg schon gegangen sind, weil wir in der Lösung sind und weil wir uns daran erinnern, dass wir uns nie getrennt haben. Und ich wünsche uns da heute ganz viel Vertrauen und Freude und ja, heilige Anblicke und was für eine Freude es ist, Vergebung zu erfahren.